Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyforge mit den ganzen vielen geflügelten Flüglern-Vampiren. Ja, hallo! Flügler! Flügler! So, und wir hatten Plan auserkoren, was wir jetzt tun als nächstes. Ja, so Deserteur und dann am Ende begeben wir uns die ganzen 950 Meter nach hinten, um die Anführerin blutige Sanguina zu töten. Jawohl, und ich verfolge sie einfach. Und jetzt erstmal Flügler. Okay, einmal Rundumschlag, alle down. Tschüss, so. Flügler. Auf Wiedersehen. Es war so schön mit dir, jetzt ist es vorbei. So, dann einmal zu Deserteur. Okay, ich verfolge dich. Verfolg mich. Und sie hat ihr Inventar geleert. Insofern ist Vivi tatsächlich jetzt wieder genauso schnell wie ich. Yay! Ich bin meinen Stock endlich losgeworden. Ja, endlich. Aber das kommt relativ schnell wieder wahrscheinlich bei dir. Ja. Ist das hier? Ja. Ah, also toll. Danke, dass du auch was für mich übrig gelassen hast. Die kommen nochmal zurück. Ja, irgendwann. Oh, ein Schwert. Sehr gut. So, Ausrüstungsbehälter. Naja, da oben sind ja noch welche. Ja. Die Hallo. Sind überall welche. Hier habe ich auch welche. Nö, ich werde es nicht bereuen, habe ich das Gefühl. Guck, oh, ich habe es nicht bereut, Madame. So. Ei. So, dann suche ich mir noch. Genau, hier ist noch ein Deserteur. So, einmal du her. So, eh. Brutzel! Ich liebe das Rumgebrutzel. Das Brutzeln ist echt schön. Ja. So, Position habe ich mal markiert. Nein, ich werde es immer noch bereuen. Ich werde es nicht bereuen und berühren werde ich dich auch nicht, weil du eklig bist. Du bist eklig. Hör auf, mich zu beschießen. Stirb einfach. Brutzel sei einfach. Tot. Genau. Sei tot. Geh einfach weg. So, geh nein, doch einfach weg. Warum lebst du noch? Stirb. Geht doch. Fein. Ah. Ah, schön. Ist das entspannt irgendwie. Merkwürdig. Okay. So, ich habe meine Quest abgeschlossen. Ja, super. Oh, aua. So, Position markieren. Ich will die Position nur markieren. Putze! So. Lena. Ja, ah, ja, da unten bin okay. Ich. So, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ah, ich habe nebenbei eine ganz andere Mission gemacht. Echt? Ja. Welche? Ich hab die Truhen gesammelt und da sind Waffen drin. Ah, cool. Ausrüstungsbehälter und ja, somit tue ich die eigentlich dann stehlen und die Position markieren. Okay. Quest data added to archives. F. So, F. Okay. So, hab ich. F. So. Wo sind denn noch Truhen? Da hinten war noch eine Truhe. Ich hab dich genau gesehen. Haben wir auch noch eine Truhe oder habe ich das nie? Ah, jetzt wird sie mir auch angezeigt. Okay. Habe ich noch hier eine Truhe? Hier noch eine Truhe? Die zwei Truhen habe ich. Ach du Scheiße, ey. Leute, was habt ihr denn für Probleme? Lass mich doch einfach in Ruhe. Wie wär's? Ich nehme sie auf meine Kappe. Wäre das eine Idee, mich einfach in Ruhe zu lassen? Stirb, Brutzel. Oh nö, ich kann nicht rein. So, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Kisten ich habe. Ich habe hier hinten noch zwei Kisten bei mir. Doin. Ich weiß gar nicht, ich habe drei oder vier. Wie viel hast du? Ich habe 83%. Weil ich bei mir gibt, wird es gar nicht angezeigt. Also mitten im Schlachtengetümmel tue ich erstmal Truhen öffnen. Mache ich auch immer.
Hey! Stirb, lass Vivi in Ruhe und brutzel. Och man, ich kann spielen, ich brutzel. Insufficient memory space. Oh, ich habe eine Quest abgeschlossen. Ach, gestohlene Ausrüstung. Ja. Gute Arbeit. Map. Also überall habe ich jetzt... Mir fehlen aber noch 95% insgesamt irgendwie. Wie hast du Wald von Landwehr als Prozent? Oder hast du auf 100%? Ich hab's auf 95. Ich hab auch 95. Warum? Wir müssen ja noch den Clan-Anführer töten. Der ist da ganz hinten wieder. Ja. Na super. Okay, gehen wir wieder. Also beziehungsweise, wir haben ja jetzt zwei. Können wir uns einmal den Menschenfresser Männer auf dem Acker und Mantiden-Anführerin Blutige Sanguine. Können wir uns auf den Puren und Purnen Abhang nicht einfach teleportieren? Müsste eigentlich. Oh mein Gott, das kostet aber. Ja, da müssen wir einfach. Wir müssen halt Geld sparen. Deswegen laufe ich da jetzt hin. Ich laufe da jetzt hin. Weil ich will kein Geld ausgeben, weil ich will das Geld sparen, damit ich mir andere Sachen kaufen kann, wie zum Beispiel diese geilen Sachen da. Okay, J. Wo gehen wir zuerst hin eigentlich? Menschenfresser? Oder. Menschenfresser ist eigentlich näher, ja. Menschenfresser. Gut, dann tue ich auch hinlaufen und los geht's. Wir reiten durch den Wald. In einem fröhlichen Herbst. Wald. Herbst. Titan. Wald. Titan. Ich glaube, die tun uns wirklich nichts, wenn wir da einfach vorbeireiten, stur irgendwie. Captain Horn, gute Arbeit. Diese Trottel sind mit unserer Ausrüstung nicht weit gekommen. Ich schicke meinen Leuten die Koordinaten, damit sie sich um alles weitere kümmern. Danke. Bitte. 300. Loot. Du bist wieder dran vorbeigelaufen. Oh nein. Wir laufen durch den Wald. Und vergessen das Loot. Zum Menschenfresser Menar. Bald sind wir da schon da. Oh Mann, ich freue mich so gar nicht auf den. Das ist auch schon Loot. Ich freue mich auch nicht. Loot! Ihr tut uns doch nichts, oder? Jawohl, brave Tierchen. Ich will euch nicht schon wieder töten. Oh mein Gott, das ist der Weiße. Ach so, den haben wir ja vorhin schon mal gekillt, ne? Ja. Na gut, auf geht's. Auf ein neues. Enemy detected. Okay. Lass mich bloß in Ruhe. Geh auf den Tank. Ach man, geh doch auf den Tank. Ah, zu mir. Du Menschenfresser. Du Drecksack. Der springt einen voll an, gell? Ja. Und dann ist man auf einmal tot. Down. Der ist sau stark. So, F. Gut, weiter geht's zum Text. So, dann müssen wir zum Clan-Anführer. Jawohl. Wieder das Reittier. Dann gehen wir mal. Und wo ist der jetzt? Rechts. Rechts? Rechts von dir. Ach, da hinten. Okay. Ja, hinlaufen sollst du, nicht... Zickiges Reittier. Ja, und da passt du jetzt durch. Ja, witzig. Oh, Mann. Bist du irgendwie wieder vollgepackt? Ja. Ich hänge dich einfach mal voll ab, ey. Ja, ich bin irgendwie wieder voll. Da ist Loot. Loot am Wegesrand. Da ist Loot am Wegesrand. Und auf der rechten Seite ist dann auch wieder Loot. Loot am Wegesrand. Da ist es. Oh Mann, morgen Fortbildung, 5 Uhr aufstehen, ich freue mich. Ich bin da überlegen, ob ich morgen noch zum Friseur gehen soll. Aber
Loot am Weg. Ich muss noch einkaufen. Oh Gott. Dann will vielleicht noch Arbeitskollege von Jay irgendwas machen. Mhm. In den A-Shop gehen. In was für einen Shop gehen? A-Shop mit E-Zigaretten. Ach so. Ja. Mhm. Mal abwarten, was sich der Tag so ergibt morgen. Mhm. Hey, ich will doch einfach nur einsammeln. Gut. Ja, das Eckloot habe ich auch schon gelootet. So, ich reite einfach durch. Direkt zum Clanführer. Ja, über den Zaun kommst du jetzt nicht, oder? Ha? Mein Tier kommt nicht über den Zaun. Ja. Ja, schon seltsam. Sehr seltsam. Loot am Wegesrand. Representative of your life form detected. Los geht's! Ja. Hallo, kannst du dich mal angreifen, bitte? Danke. Loot am Wegesrand. Balance of forces changed. Ein bisschen Blut muss sein. La 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 la. Dann stirbt das Vieh von ganz allein. Wir sind so stark, oh yeah. Und das Töten fällt uns nicht schwer. Und wir lieben es. Und es steht ganz allein. Das arme Schwein. Okay. Okay, wir haben es jetzt getötet. Und weiter? Generalbefehlshaber der Legion. Beseitige den Strippenzieher der Rebellen. Ding, okay. Generalsbefehlhaber. Wo ist der jetzt schon wieder? Wo ist. Ach, ganz da vorne ist der, okay. Strippenzieher? Müssen, da lang. Also hier entlang. Da oben. Da oben. Requesting updated instructions. Moment, wieder aufs Tierchen drauf. Und Space. Sammel das Loot noch ein. Ja, ist ja okay. Mach ich auch. Warning. Non-standard modifications detected. Roboter, sei doch einfach mal ruhig. Mit deinem Afterburner. Ja. Ja gut, das hat er jetzt nicht gebracht. Aber irgendwas mit von wegen, ja, bla bla, hier. 48% Wahrscheinlichkeit angegriffen zu werden, bla bla. Aber wie oft der Afterburner sagt, das ist doch echt abnormal. Hat er vielleicht Chili con Carne? Okay. Boah, das könnte ich morgen auch essen. Chili con Carne? Ja. Okay. Gemütliche Mexikaner, Chili con Carne. Oh. Ach so. Hey du, wo bist du? Ach so, oh Mann, Divi, ganz ehrlich. Du bist einfach viel zu fett. Gib's doch einfach zu. Dein armes Reittier, ey. Da hängt die Zunge schon auf dem Boden. Kann ich gar nicht mehr halten, so dick bin ich. Ja, Mann, ey. 380 Kilo. Sind wir schon da? Ja, fast. Huch. Das wehrt sich schon, das Tierchen. 180. 180. Alles klar. Oh Mann. Ist es Aros, den wir töten müssen? Ja. Sieht so aus. Extreme caution recommended. So, Aros ist ja aber fast tot. Okay. Und ich bin gestunt, okay. Okay. So. La 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 la. Ah, cool, ich kann Gift auf ihn werfen. Das ist ja lustig. Okay. Das arme Schwein. Wird bald tot sein. Oh, ist schon tot. So, dann müssen wir jetzt mit Sivanis sprechen. Was steht das hier? Das sind hier aber Namen. Sivanne. Die Savanne, wo ist er denn?
462 Meter was entfernt. Redest du? Weil ich das nächste Kampftraining hat ja gerade gesagt. Hey, greif mich doch nicht an, wenn ich gerade mit meinem Reittier wegreiten will, du Schweinebär. Oh, lass mich doch gerade in Ruhe. J. Lass mich doch einfach gerade bitte in Ruhe. So, ich drück auf Space zum Hinrennen. Beziehungsweise hinschleichen. Du kämpfst gerade. Nee, ich lauf weg. Oh Mann, ich glaube, ich bin gerade auch voll bepackt. Ich komme irgendwie nicht von der Stelle. Wohin läufst du? Ich will dahin. Wo läufst du? Ich weiß es gar nicht. Mein Vieh läuft irgendwo entlang. Warte, ich laufe mal zu dir. J. Da ist auch noch Loot bei mir. Komm zu dir. Eigentlich müssen wir ja in die andere Richtung, weil es ja näher ist. Keine Ahnung, warum mein Vieh hier lang läuft. Vielleicht wegen der Savanne? Nee, die ist ja da hinten. Wo? Auf der anderen Seite des Berges. Savanne ist auf der anderen Seite des Berges. Also von mir aus jetzt geradeaus durch. Von dir aus jetzt geradeaus durch. Okay, ja. Ich verfolge dich einfach. Die 300 Meter, oder was? Genau. Aber das ist doch der andere... Hä, wo läufst du denn jetzt hin? Irgendwie mein Tier will auch in die andere Richtung laufen. Voll komisch. Hier ist ja eigentlich näher. Na gut. Wahrscheinlich willst du hier nicht den Berg runterspringen. Wahrscheinlich. Oh, da ist Loot. Loot. Doing. 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 Es ist schon voll traurig, dass meine Tasche immer voll ist. Ich bin auch gerade ein bisschen überfüllt, habe ich das Gefühl. Einfach so. Zu gut gegessen, würde ich sagen. Ja. So. Dann gehen wir mal da lang. Hä? So, ich bin gerade an einem Ast hängen geblieben. Davor. Ich bin jetzt gerade echt verwirrt, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen wieder hier rein. Da rein? Ja. Wieder zum Anfang zurück. Okay. Sind wir denn schon fertig? Ja, Sache. Ja. Wow. WW. Ich bin eine Lady. So, du ganz langsam, weil du eine Lady bist. Genau. Halt dich für ein Gerücht, du. Savanne, ich komme. Äbtissin. Ich bin schneller als WW. Alles klar. Warte, ich guck's mir einfach mal von nahen an, so viel Zeit. Oh, sie streckt sich. Mhm, okay. Wir reden mit ihr. Wir reden mit ihr. Base. Please take this reward. It's the very least that I can do. I want to repay your kindness. Quest complete. Compiling status report. Wir kriegen Kohle und ein Fragezeichen-Büchslein. Errungenschaft freigeschaltet. Der Holzfäller. Yeah. Oh, F. Quest abgeschlossen. Dank dir ist der Wald von Lannenbär Friede und Ordnung einen Schritt näher gekommen. Ich bin immer noch der Meinung, da fehlt ein Wort. Ja. Irgendwie, ach, keine Ahnung. Akzeptieren, ich akzeptiere es einfach. Scheiß auf. Nehmen wir es einfach mal hin. Genau, wir nehmen es einfach hin. So. Oh. Moment, M. Wir haben alles geschafft. Ja, wir sind durch. Geil. Dann würde ich mal sagen, auf K. Auf K. Erstmal zur Hauptstadt. Beziehungsweise. Genau zur Hauptstadt. Zur Hauptstadt. Weil Hauptstadt. Tote Luft. Ach, tote Luft war ja da, ne? Ja. Wohin genau? Göttliches Observatorium. Also, Aelion? Ja, Aelion. Ja, Hauptstadt. Ah, ja, gut. Genau. Starten? Starten. Deine Tasche ist voll. Ich weiß, dass meine Tasche voll ist. Muss ich meine Tasche jetzt extra leeren, damit ich da hin kann, oder wie? Das glaube ich nicht, oder? Doch! Nee, ist ohne Scheiß. Ja. Ich warte auf dich. Ich bleib genau da stehen, wo ich stehe. Jetzt ohne Kacke. Okay. Ah, scheiße, ey. So, Cell Mode. Alles Klärchen, Bärchen. Das kann ich verkaufen.
Das kann ich verkaufen. Hier ist voll der Menschenauflauf und voll der Menschenbrei gerade. Jetzt stehen 5 Leute ineinander. Cool. Horn ist auch kritischen Schaden. Okay, die hat irgendwelche Krüzer. 10, 8. Im Po. 8, 12. 10, 10. Sexy Hexe, jetzt sage ich da. Oh, wie süß! Schade, dass du nicht da bist. Das ist ein fliegendes Bärchen oder was auch immer das war. Oh Gott, das ist ja putzig. Das sieht aus wie eine Mischung aus Hamster, Bärchen und besessenes Stofftier. Wie darf ich mir das vorstellen? Süß. Alles klar. Einfach nur niedlich. So, Schwert unbesiegbar Paladin. Ist voll die Triumphmusik wieder, die feiern immer noch wie Sau. Ich bin ja ein Paladin, gell? Du bist ein Paladin. Gut. Blocken 10. Die wieder feiern hier immer noch. Wie lange kann denn hier gefeiert werden? Dann verkaufe ich das hier auch mal. Das belasse ich. So, ich guck mal in meinen. Das tue ich mal weg. Exit Cell Mode. Gut. So. Hast du auch die Reliquie des Adepten? Wo? Ja? Wo? Im Inventar, in der Tasche. Nein. Weißt du, woran ich da denken muss, mal abgesehen davon? Woran? Adepter. Adapter. Oh Gott. Das ist so blöd. Ich fand's süß, ich fand's lustig. Ja. Ah, ich guck mal in meine mysteriöse Truhe. Adapter. Aber wie das rübergebracht wurde. Ich fand's niedlich. Ja. Ach ja. Oh mein Gott, da ist ein fliegender Totenkopf. Ich will auch. Du willst auch? Ja. Wo ist mein Lena? Da ist mein Lena. Moment. Escape. Wo ist mein Baby? Baby? Ja. Ah, du standest in mir. Hi. Hi. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen um, was hier los ist. Ja. Nee, Moment, ich wollte dir das Bärchen zeigen. Wo ist denn das? Oh, guck mal da. Guck mal da. Fliegen das etwas. Da oben. No. Siehst du das mit den langen Öhrchen? Ja. Oh, ja. Süß. Und hier ist ein Totenkopf. Der ist ja auch cool, ey. Oh Mann, ist auch geil. Ich will auch ein anderes Haustier. Ich auch. Ja, wir müssen Geld sparen. Guck, da ist das Bärchen. Da, das Dunkle mit dem Feuerkopf. Hier, da. Oh, weg. Ich hab's aber kurz gesehen, voll süß. Gut. So, jetzt gucken wir mal, was hier abgeht. Warum stinkt in der Luft? Hier ist irgendwie was. Ich fiere der Informationsträger. Oh, cool. Machen wir mal Space. Ja. Okay. Entschlüsselter Träger. Compiling Status Report. Ich bin jetzt. Okay. Gut, komm, wir laufen weiter. Vielleicht gibt es den auch. Geil! Was? Wie geil! Ich hatte also verschlüsselter Träger, den habe ich jetzt entschlüsselt. Bericht 104-55, Eintrag 1. Verdammt, sie haben mich entdeckt. Einige Mechanoiden-Phantome haben sich herangeschlichen und das Feuer eröffnet. Ich habe überlebt. Aber es scheint nicht so, als würden sie von mir ablassen. Ich muss weiter. Sie werden zum Hafen Naori fliehen. Ich melde mich, sobald ich sie abgeschüttelt habe. Ah, cool. Jetzt können wir das verwenden? Ja. Mission successfully completed. Okay. Ja, cool. Und wir haben noch ein Zertifikat für hochrangige Dienste. Mhm. Was können wir damit machen? Damit kann ich nichts machen. Ich auch nicht. Wenn ich Doppelklick mache, passiert nichts. Gut, wir laufen mal weiter. Genauso. Vielleicht passiert... Frames. Was ist denn das? Ja, cool. Okay, mehr eine Rasse. Okay, da kann man die Rassen angucken. Was gibt's hier noch so? Was ist das da? Ich glaube, da ist auch Argus. Argus? Verwende dieses Terminal, um Kontakt zu seinen Anhängern aufzunehmen. Du kannst ihm Missionen übertragen, wenn du welche hast. Hm. Okay. Kann man hier sonst noch was machen? Haben wir hier noch so ein Argus wahrscheinlich? Oder was ist das hier? Nichts. Nur ein Tisch mit Kramzeug drauf. Okay. Gehen wir mal weiter.
schön. Oh. Ozeaniden. Okay. Die sind bestimmt total lieb, haha. Uch, was ist das für ein geiler Fisch? Wow. Voll cool. Mega cool. Auf dem Planet, ah cool. Ich will auf einen anderen Planeten. Wir kommen ja auf einen Planeten. Kann ich hier was machen? Nein. Ich glaube, wir haben hier alles gemacht, was wir machen können. Oh, Terminal da vorne? Wir können ja mal gucken, wo wir hinreisen können. Ja. Space? Forschungszentrum oder Park? Forschungszentrum? Können wir mal machen, aber ich glaube, da kommen wir wieder zu diesem, ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas mit F? Nee. Doch. Fabrik? Ich drück mal drauf. So, dann reisen wir mal kurz zum Forschungszentrum. Wie heißt der nochmal? Der Flavius. Flavius? Ich glaube, Flavius ist doch Forschungszentrum, oder? Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Was? Okay, ich stehe in einem riesengroßen Tier drin. Ja, ich stand da auch im Tier drin. Ah, das ist wieder so ein süßes Vieh. Space verwenden? Achso, ich würde nicht wieder... Doch, da haben wir ganz am Anfang unsere Klasse gewählt von Flavius. Guck mal, hier kannst du mit Manius reden. Mit Manius? Ja, ich hab... Oh. Good day. May I have a minute of your time? Scheiße. Ach, hier. Red mal mit ihm. Ja. Drück mal Space. Ich warte auf dich. Eine Minute für mich? Ja. I know that you immortals are always very busy saving the world, but you can make an invaluable contribution to science. Meinst du? Frag, wer er ist und was er will. I'm a follower of Metarchus's. Our teacher has been studying relict ether radiation, and he needs ether imprints of immortals. Weiter! You just have to put your hand on this device. Wollen wir das tun? I don't want to sound too hopeful. Ich trau dem nicht so. Unraveling one of the most ancient mysteries. Das sieht so böse aus irgendwie. Ja, irgendwie so auch so. Das würde dich jeden Moment zusammenschlagen wollen. This project will shed light on the origins of the universe. You see how important this is? Nö. Okay, frag nach dem Wissen der Altvorderen. Alter, was? Erkundige dich nach Äther. Ja, Mann, frag, wie die Welt erschaffen wurde. Frag nach dem Ursprung des Lebens. Hinterlasse einen Abdruck und verabschiede dich. Wollen wir erstmal ein bisschen Fragen stellen, glaube ich, bevor wir das tun? Ja. Okay, eins. Frage nach dem Wissen der Altvorderen. Drücken? Ja. People from the times before A-Line knew things about the world that we can only speculate about. Weiter. Alas, they took their knowledge to their graves. And what people learned in the times of A-Line was lost during the dark times. Ja, scheiße war's, ne? Weiter. Hätte man niemanden beibringen müssen. Now we only have scattered fragments and several rather vague legends. Weiter. We know only one thing for sure. The ancients embraced the secrets of ether in a way that is yet unattainable for us. Aha, weiter. Well, at least we know that those secrets exist. Our research is an attempt to unravel one of them. Okay. Erkundige dich nach Äther? Ja. Ether is the essence of existence. Ooh. It is the origin of our world. Weiter. The ancients used to call it the light of all light. Alles klar. Isn't it poetic? Das Licht. Sehr poetisch. Aller Lichter. Oh, schön. Das Licht der Lichter. Weiter. Condensed ether turned into what we call matter. And maybe into time and space as well. Thicker parts of condensed ether became human ether bodies, the essence of life. The stronger the body, the more magical powers it has. Think of it. When you use your powers, you are manipulating ether, the fundamental element of existence. Frag, wie die Welt erschaffen wurde? Jo. Today, we only know very general facts. Bin ich mal gespannt. I'm ashamed to say that we know much less than the ancients did. Weiter. Weiter. The legends say that in the beginning, the world was full of darkness.
Here is the first mystery. What was that darkness? Was it just nothingness or something else? Nothingness. Weiter, weiter. Then it was filled with ether. The second question is, where did it come from? From outside of our world? Did it just appear on its own? Or was it created by someone? Weiß nicht. Boiling ether flooded the world. Slowly, it condensed and turned into matter. Many suns appeared, and planets started revolving around them. Weiter. Weiter. Well, other scientists study what happened afterwards. If you want to know more, ask geologists and evolutionary biologists. Alles klar, werde ich tun. Frag nach dem Ursprung des Lebens. Jawohl, drei. Biologists know much more about how life advanced and evolved. But where did it come from? Ja. Weiter. Could dead matter spawn life? Scientists have been arguing for centuries. May Metarchus spare me those endless debates. Weiter. One thing is certain. Material in either bodies of living beings have different nature, but the same origin. They both are condensed ether. Weiter. According to Metarchus's theory, the first moments of this world still echo in ether bodies of humans. Okay. Weiter. Ether bodies of immortals are stronger, and their relic radiation is more distinctive. This is why we need these imprints. Okay, na dann. Dann lass einen Abdruck und verabschiede dich. Okay. Thank you. Your contribution is very valuable. We'll make sure to mention you in the acknowledgements. Okay, beenden. Das will ich hoffen. Quest complete. Boah. Compiling status report. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, Mann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.